bin der Lev und das ist der Remo. Und wir sind hier an der Ost vor dem Miyawaki Forest. Ein Miyawaki Forest ist ein Tiny Forest. Das Spezielle daran ist, dass auf sehr engem Raum sehr viele verschiedene Kölz gepflanzt werden. 3 bis 9 Pflanzen können pro Quadratmeter gesetzt werden. In unserem Fall sind es etwas mehr als 7 Pflanzen pro Quadratmeter. Durch die enge Anordnung entsteht auf dieser Fläche ein extrem starker natürlicher Prozess. Das heisst, ein paar Kölz setzen sich durch, ein paar nicht, ein paar gehen ein, es entstehen wieder neue Flächen, wo ein neues Zeug entstehen kann. Durch die enge Anordnung auf dieser Fläche entstehen auch extrem viele ökologische Vorteile. CO2 wird gespeichert, die Umgebung wird abgekühlt durch Transpiration, Schatten entsteht, Lärmemissionen werden reduziert. Es bietet aber auch extrem viel Habitat oder neue Lebensräume für unterschiedliche Tierarten. All diese Vorteile kann man sehr gut auf die Stadt projizieren. Also innerhalb der Stadt haben so Miyawaki-Wälder oder Tiny Forests auch eine Zukunft. Wir finden es mega cool, dass diese Fläche aus einer studentischen Initiative ist entstanden. Das heisst, unsere Generation hat die Jungpflanze gesetzt und wir können das Projekt weitergeben an die nächsten Generationen von Studierenden.